Man zündet Hund bei lebendigem Leib an, tot. Der Hund starb einen schrecklichen Flammentod. Bildmontage. Kempten-Ein noch unbekannter Mann hat am Heiligen Abend in Kempten einen Hund angezündet. Ein Passant hatte zunächst beobachtet, wie in einer Straße ein Feuer entfacht wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Erst dann realisierte der Zeuge, dass ein Hund mit Helmfell in Brand gesteckt worden war. Nach Auskunft der Polizei wird davon ausgegangen, dass das Tier bei lebendigem Leib angezündet wurde und an den Folgen starb. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Dunkelhäutig, etwa 1,70 Meter groß, rund 25 Jahre alt, bekleidet mit Jeans, weißen Schuhen, blauer Softshelljacke, mit weißer Linie von Schulter zu Schulter, sowie einem schwarzen Stirnband. Der Unbekannte trug auffällige Rasterlocken, welche nach oben gewunden waren. Er war mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 08319 092.141 zu melden.